Ja, sind wir wieder mal unterwegs, sind nach Schmalkalden gefahren. Die Stadt der Nougat, die Stadt der meistgetrunkenen Cola hier in Thüringen, aber die Stadt auch des ersten 3D-Fußgängerüberweges. Ich weiß nicht genau, wo er ist und wo geht da unser Weg hin. Natürlich zur Stadtinformation. Frag mal einfach mal, vielleicht haben noch mehr Leute gefragt, wo das Ding sich befindet. Kommt mit! Ich bin der Heinz aus Gera, ich grüße euch. Hallo. Die Sandra, grüß dich. Sandra, wir wollen natürlich zu eurem neuen Highlight hier in Schmalkalden. Ihr habt ja so viele Highlights, aber diesmal komme ich wegen dem 3D-Fußgängerüberweg. Bin ich denn der Erste, der nachfragt, oder ist es jetzt in den letzten 14 Tagen explodiert? Na, heute bist du der Dritte. Ich habe gerade zwei Radfahrern erklärt, wie sie da hinkommen. Sie wollen sich das Kunstwerk mal ansehen. Kunstwerk, du sprachst davon. Es wird als Kunstwerk deklariert von eurem Bürgermeister, damit es nicht gleich wieder weg muss, ne, oder? Naja, ist schwierig. Du weißt, wie es ist. Es gibt sehr viele strenge Vorschriften und Ordnungen. Und jetzt muss man gucken, kann es bleiben oder muss es wieder weg? Wo muss ich denn hin? Wo ist dieses 3D-Kunstwerk? Ja, es ist nicht direkt in der Altstadt. Wir haben es im Wohngebiet. Wollen wir mal zusammen auf den Computer gucken und ich zeig's dir mal. Wir müssen zum Wohngebiet hoch nach Walbalo, weil dort oben haben sich das unsere Bürger gewünscht. Ja. Und dort ist es so, dass es das Wohngebiet verbindet und dass man gut zu diesem Supermarkt hier rüberkommt. Ja. Gell? Also es ist in der Allendestraße, es ist nicht in der Altstadt hier. Und ja, da kann man sich das angucken. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Aber wenn ich einmal die 150 Kilometer gefahren bin von Gera bis hierher, was ist denn noch los am Wochenende? Was kann ich mir denn noch anschauen? Außer natürlich diesen 3D-Fußgängerüberweg. Na, du kannst als Erstes hier bleiben, mal schnell übers Weinfest gehen, ein, zwei Schöppchen trinken. Mal und dann noch Auto fahren. Naja, und dann guck mal, wie der Überweg auf dich wirkt, weil man hat ja das Gefühl, man schwebt über die Straße durch diese Zeichnung. Und ansonsten natürlich die Altstadt, das tolle Fachwerk bei uns. Und Schloss Wilhelmsburg ist Schloss des Jahres dieses Jahr. Lohnt sich auf jeden Fall immer ein Besuch. Wie lange habt ihr heute noch auf? Wir sind bis um 3 da. Das Fest geht am Nachmittag erst richtig los, gell, in die Abendstunden rein. Schloss Wilhelmsburg bis um 5, die Fieber-Nougat-Welt bis um 6. Also du kannst den Tag hier bei uns verbringen. Dann wünsche ich dir heute ganz viele Gäste hier. Mhm. Euch noch ganz viele Gäste, auch wegen dieser coolen Idee. Wer ist denn da drauf gekommen? Wart ihr es hier in der Stadtinformation? Nee, wir waren es nicht. Es kommt direkt wirklich aus der Stadtverwaltung. Und der Herr Frank aus Flohseligenthal hat das Schätzchen gemalt. Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken, was draus wird. Ihr wollt es behalten, oder? Ich würde sagen, ja. Alles klar. Dann tschüss, mach's gut, dankeschön. Komm gut wieder rein. Ja, danke, ciao. Darf ich mal fragen, wo kommt er denn her? Aus Leipzig. Extra hierher gefahren? Ja. Ist das eine coole Geschichte. Was haltet ihr davon, dass es wieder weg muss? Ich finde es schade, weil also man sieht ja als Autofahrer, dass es nicht unbedingt jetzt gefährlich ist. Ja. Genau. Das ist schon mal, muss man nicht nach Island fahren, kann man auch nach Schmalkalden fahren. Genau, so ist es. Ja, dann lass mal deinen Mann noch ein bisschen hüpfen, das ist wahrscheinlich das Beste. Danke. Und, ist es was geworden? Sehr gut. Sehr gut. Wo kommt ihr her? Aus Erfurt. Aus Erfurt. Seid ihr extra heute hierher gekommen? Nein, sie kommt aus Schmalkalden. Aus Schmalkalden. Was haltet ihr davon, dass das wieder weg muss? Schwachsinn. Schwachsinn, oder? Also, ich bin das hier mit... Warum überhaupt eine Debatte gibt. Ja, das wahrscheinlich. Also, ich bin mit dem Auto gefahren, mich hat es nicht behindert. Nichts, oder? Nee, mich auch nicht. Alles. Ich habe es jetzt von Weitem geguckt, also nichts gesehen, nur auf dem Foto. Alles klar. Gut, danke. Bitteschön. Hallöchen. Darf ich Sie mal fragen, wo kommen Sie her? Ich komme aus Stadtroda. Aus Stadtroda. Ihr seid extra hergefahren, um nur mal zu sehen? Nicht ganz. Wir haben noch jemanden besucht. Wir haben das in Medien gehört und haben gedacht, so guckst du dir heute mal an. Und was haltet ihr davon, dass es wieder weg muss? Ja, ich habe schon gehört. Das ist bedauerlich. Bedauerlich, ja. Alles klar, danke. Also ich sehe es sehr positiv. Ja, hallöchen. Extra jetzt hergekommen wegen dem 3D-Fußgängerüberweg? Ja, nicht ganz. Wo kommen Sie her? Wir kommen gerade aus Greifswald, von der Ostseeküste. Alles klar. Und was halten Sie davon, dass er wieder weg muss? Oder vielleicht?
Ich bin ein bisschen geteilter Meinung, ob es gefährlich ist oder nicht gefährlich ist. Wenn Autos halten, welche hinten drauf fahren dann? Ja gut, jetzt darf man ja gar nicht ranfahren. Das haben wir gerade gesehen, ja. Ja, alles klar. Schön, viel Spaß beim Foto machen. Danke. Ja, ein Kunstprojekt. Extra hergekommen deswegen? Nee, ja, gut, wir sind ja hier von der Nähe. Ihr seid von der Nähe. Ja, und ihr wolltet euch das mal anschauen, genau. Solange wie es noch da ist, ne? Genau, man weiß es ja nicht, wie lange es noch. Was hältst du davon, dass es wieder weg muss? Ja, nix, das ist... Ich finde es nicht gut. Also kann ruhig. Ich finde es okay. No. Also wir sind jetzt so eine Stunde hier, sind ganz viele von außerhalb gekommen, extra nach Schmalkalden wegen diesem 3D-Übergang. Ja. Ich hätte den gelassen. Ja klar, finde ich auch. Ist doch okay. Kann man ruhig, also ich finde es kein Problem. Erschrickt man, wenn man mit dem Auto hochkommt? Man guckt schon im ersten Moment, ja, es sieht schon sehr realistisch aus. Gut, aber es ist ja 30. Ja, ja, und in dem Moment, also weil sie sagen, man fährt hinten, dass es Auffahrunfälle geben kann und so. Das ist Quatsch. Darf ich mal fragen, hallo. Ja. Ihr kommt ja aus Schmalkalden? Ja. Ihr kommt aus Schmalkalden. Was haltet ihr denn davon, dass es wieder weg soll? Wir finden das gar nicht gut, weil das bundesweit eben das erste ist hier, was aufgetaucht ist mit diesen 3D-Strahlen. Wir sind jetzt auch das erste Mal hier, kennen es jetzt schon aus der Presse. Und wir finden das eigentlich ganz toll, diese Sache. Wisst ihr, wie viel von außerhalb heute hier schön war? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist natürlich schon ein richtiger touristischer Anzieher, ne? Ja, also finde ich auch, gell? Und vor allem Aushängeschild auch für Schmalkalden, ne? Ein Höhepunkt auch für Schmalkalden. Als Nougatstadt, als Lutherstadt, ach, als Hochschulstadt. Und Cola-Stadt. Und Cola-Stadt, Fita-Cola. Genau, ja. Also viel Spaß noch beim Foto machen. Ja, danke schön. Ja, Leute, jetzt sagt mir doch mal, warum das so schlimm ist, wenn sowas auf der Straße ist, die Fahrzeuge wissen es, hier darf man 30 km/h fahren. Ich finde es totaler Blödsinn, wenn das wieder weg muss. Straßenverkehrsordnung ist das eine, aber Kunstobjekt ist das andere. Hoffentlich kriegt es hier der Bürgermeister durch, dass es bleibt. Muss man noch aufpassen, nicht, dass mich jemand umfährt, aber ich gehe jetzt mal hier in die Mitte nochmal. Es ist überhaupt nicht hoch. Leute, probiert es einfach mal aus, fahrt nach Schmalkalden. Eine Woche habt ihr noch Zeit, dann könnte es weg sein. Tschüssi! Ja, und damit es keine Auffahrunfälle gibt, gibt es extra eine Umleitung, dass man von der Seite, wo das der 3D-Effekt ist, ja nicht hinfahren kann. Ja, Leute, und wenn ihr es noch geschafft habt, euch diesen 3D-Fußgängerüberweg anzuschauen, dann geht einfach mal hier hoch ins Schloss. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Und da frage ich natürlich jetzt jemand, der sich richtig auskennt, um was geht es? Also, wir haben hier ein begehbares Stadtmodell von der Stadt Schmalkalden. Und wir präsentieren hier den Schmalkaldischen Bund. Das ist ja das wichtigste Ereignis in der Stadtgeschichte Schmalkaldens, wo es auch mal internationale Bedeutung hatte. Und wir haben hier einen Audioguide, die Elisabeth von Rochlitz, die einzigste Frau im Schmalkaldischen Bund, führt durch die Ausstellung. Wir haben noch eine Ebene mit Comics, wo die Geschichte sehr viel locker verpackt und sehr angenehm rübergebracht wird. Wir haben eine Kinderebene, sodass alle Generationen in dieser Ausstellung sehr schön sich diese geschichtlichen Ereignisse ansehen können und viel Spaß dabei haben und alles sehen und anfassen dürfen. Genau so ist es. Ich überfalle immer. Also es ist eigentlich ein richtiger Familiennachmittag dann. So kann man das machen. Es ist für alle was dabei. Man kann sich setzen, um alles in Ruhe anzuschauen. Man kann mit den Kindern diese ganzen Stationen abgeben. Und es gibt viele wichtige Informationen, auch lustige Informationen, dass zum Beispiel 1537 in Schmalkalden es verboten war, öffentlich Bratwurst zu rufen. Das darf man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und lauter solche Informationen natürlich auch zum Bund und seiner Bedeutung, zu Philipp von Hessen, einer der wichtigsten Mitglieder, der politisch sehr aktiv gewesen ist. Die Doppelehe von ihm, die auch eine wichtige Rolle spielt.
gespielt. Und was wir auch gemacht haben, wir haben den Schmalkaldischen Bund museal wieder zusammengeführt, und zwar mit Ausstellungsstücken von allen Mitgliedern, die man dann bewundern kann in unserem Klimaraum, wo man diese ganzen wertvollen Stücke, die die einzelnen Mitglieder uns geschickt haben, zur Verfügung gestellt haben, anschauen kann. So, und ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Geht einfach selber hierher, schaut es euch an. Es lohnt sich. Tschüssi, macht's gut. Willkommen in Schmalkalden. Mein Name ist Elisabeth. Geboren wurde ich in Hessen, zog als junge Gemahlin eines Herzogs von Sachsen an den Dresdner Hof und später dann als Witwe nach Rochlitz.